Mir ist letztens noch eine coole Stelle aufgefallen für alle, die Arty spielen auf dieser Map und sich denken, fuck, wo stelle ich mich als Arty hin? Weil auf dieser Map kannst du mit der Arty verdammt scheiße schießen. Für alle, die eine gute Stelle suchen, ich versuche die gerade mal zu zeigen, obwohl man sieht mich ja gar nicht, ne? Aber. Doch, Und ich zeige ihn. zwar. Ich bin hinter dir. Und zwar diese Stelle, wenn ihr die sieht, seht, hinter den In der Häusern. Koordinaten 0 H. Genau, hier Hier oben. hinter den zwei Hütten, wo der Berg hochgeht. Da. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play, Folge 16 von World of Tanks. Mein Name ist S. Bleeding und ich spiele zusammen mit dem. X-Fighter 007. Das ist korrekt. Alles klar, also ich habe die Lorraine 40 Tonner. Interessiert keinen. Und ja, es interessiert keinen. Und du hast den IS-3. Also legen wir mal los. Also, was wir sagen wollten, wir waren total begeistert, ne? Ich 13 Minuten das Video hochgeladen, null Aufrufe, scheiße, ne? Da dann Manuel so, ey ja, wusste schon Video 25 Aufrufe, nach das 2 Stunden. What the fuck? Und jetzt sind schon 27. Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich das jetzt bei Philipp machen. Ach, dieses hast du ja gestern noch gemeint, stimmt. Und der ist sogar online und der wartet wahrscheinlich, aber müssen wir mal schauen. Oder wir machen das zweite, obwohl das schaffen wir nicht mehr, ne? Ja. Müssen wir mal testen. Das wird zu knapp sonst. Oder, liebe Leute, wir machen hier drin einen Cut und versuchen den Philipp zu kontaktieren und nehmen dann ein zweites mit ihm auf. Mal gucken. Ja, die haben natürlich wieder zwei E100 und eine Maus. Das ist ja so klar, ey. Die Maus hat eine Lappenpanzerung. Ja, es geht. Also unten kommst du schon durch, aber Echt hm? jetzt, es geht. Ich dachte, da kommst du mit IS-3 locker durch, wenn du egal wo drauf mümpelst. Weil die Nee. 3000 Leben hat, denke ich, what the fuck, da muss man doch einfach ganz leicht durchkommen. Oder die hat halt eine Scheißgun. Nee, da kommst du eigentlich total scheiße durch bei der Maus. Sogar von der Seite kommst du zum Teil noch nicht mal durch. Lol. Oh, hat die eine gute Gun? Nee, die hat doch voll die Scheißgun. Die Gun ist scheiße bei der Maus. Die ist sehr unpräzise, ja. Aber die lädt so übelste derbe schnell. Ja, aber das bringt ja auch nicht viel dann, wenn Das die ist so ein scheiße ist. Mümpel, wie ich auf der Su-85 hab. So ein Ding ist das. Machst du 150 Schaden oder so, ne? Reden und spielen ist immer schwierig, aber das werden wir noch mal hinkriegen. Alter Schwede, da steht dahinter E100, ey. Ich glaube, es hackt. Ah, da sehe ich ihn. Da ist er jetzt in mein Visier gerollt. Nee, Jetzt ist er ziehe ich noch. mir erstmal ein bisschen zurück, sonst wird es ein ganz kurzes Let's Play. Ach ja, vielleicht. Manuel meinte, er hat es nicht bemerkt, dass ich das Video so geschnibbelt habe. Da fehlen ein paar Szenen, wo ich dann einfach nur, weil wir über der Zeit waren, wir waren bei 16 Minuten oder so. Und aufgrund eines YouTube-Strikes, wie schon so oft erwähnt, können wir keine Let's Plays höher als 16 Minuten aufnehmen. Und da kommt der zweite E100. Unten drauf Mümpel, ne? Ne, hat nichts gebracht. Ja, Ich bin nicht durchgekommen. aber aus der Entfernung kommst du auch nicht durch. Auf dem Motor mümpeln von aus der Entfernung. Ne, ich komme beim E100 so nicht durch. Ups, sorry. Lol, E100, 714 Schaden bei mir. Was geht denn hier ab? Ja, der hat eine gute Gun drauf, ne? Der Heavy blockiert mir den Weg, jetzt bin ich gleich tot. Pass auf. Der visiert die ganze Zeit auf mich. Also der E100 ist sozusagen das positive Gegenstück von dem, Maus. von der Maus. Ist ebenfalls gut gepanzert, nicht ganz so gut wie die Maus, aber dafür ist die Gun besser, die ist viel präziser. Ach, der ist wohl übelste OP gepanzert, nur dass er 300 Leben weniger hat. Oh Mann, ich habe Gold dabei und ich habe den nicht benutzt. Den hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Wenn das Nachladen nicht so lange dauern würde bei meinem Lorraine. Ja, es ist schon scheiße. Jetzt ist es aus der Sichtweite, jetzt sehe ich den gar nicht mehr. Ach ja, was wir sagen wollen, wir wollen mal erreichen, dass sich nachher irgendwann so eine kleine Community bildet. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ihr sollt. Es wäre nett, was heißt ihr sollt? Es wäre halt mal super nett, wenn ihr echt mal was drunter schreiben würdet unter unsere Videos, dass wir wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Oder zum Beispiel auf Twitter, da bin ich auch sehr aktiv. Da könnt ihr einfach mal so einen Retweet starten. Also einen Tweet, den ich gemacht habe, einfach mal was zurückschreiben, dann wissen wir auch, dass sich das Video
irgendeiner anguckt und nicht einer irgendwie so hochpusht. Und dass wir immer denken, wir haben es mit irgendwelchen zu tun, aber es guckt sich keiner an. Also das wäre schon mal nett, wenn da jemand sich melden würde. Ja. Ja, schreibt Da uns sehen wir uns. Kommentare oder, ne, oder Beschwerden oder was wir besser machen können. Aber bitte kommuniziert irgendwie auf eine Art und Weise mit uns, dass wir wissen, dass die Videos ja auch irgendwie ankommen, ne, Genau. dass ihr die geschaut habt. Und dass da nicht der Coolschweiß auf der anderen Seite sitzt und da die ganze Zeit F5 drückt und sich aber Genau. einen ablacht. Der ein oder andere wird den wahrscheinlich kennen, den Coolschweiß. Den will aber keiner kennen. Das ist schon so eine Sache mit ihm. So, jetzt leite ich Gold, jetzt habe ich die Faxendicke, ey. Ja, du hast aber oft die Fatzendicke. Jo. Ich habe gleich keine Muni mehr, ich komme hier nirgendwo durch, das sehe ich eigentlich gar nicht ein. Ich schieße Jetzt hole jetzt ich nicht mehr, ich halte mich zurück. mir die Maus. Okay, wir Wenn sind ich trotzdem aber am Führen. Rückendeckung kriege. Ja, von mir. Alter, da oben stehen auch noch zwei auf dem Berg, ey. Lol, da hämmert mir die Maus 500 Schaden rein. Was geht denn hier ab? Verdammte Lappen hier. Wie lange muss ich nachladen, weißt du das? Ja, das hatte ich eben sehen können. Dich visier mal. Die Maus lädt. Oh, scheiße, das kann ich ja gar nicht gut erkennen. Nein, da rammt er mich, ey. Oh, ich habe den gerade mal Schaden gemacht von Das der Ding Seite. lädt. 14 Sekunden. Ich wollte den gerade umranden und von hinten quasi erledigen, aber jetzt habe ich den bloß einmal von der Seite getroffen. Und das Ding ist dann zurückgefahren. Mit Gold und bin auch durchgekommen sogar. Genau, das Ding ist zurückgefahren und hat mich dann weggerammt einfach mal. Eine rollende Festung ist das, ey. So, mein letzter Schuss auf die Maus. Unten rein, komm, fahr es hoch. Ja, jetzt ist sie weg. Da ist sie wieder aufgeploppt. Und er ging nicht durch und dann schieße ich nicht mehr auf die Maus. Ich stelle mein Feuer ein. Ach ja, wir haben auch gemerkt, dass das World of Dingenskirchen Let's Play bei euch gut angekommen ist. Warplanes. Genau das Test, das haben wir jetzt über 40 Aufrufe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das nochmal in Angriff nehmen und nochmal eins machen. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs. Wir sollen mal schauen, wie es läuft. Ja, wenn euch sowas gefällt, dann machen wir das natürlich. Wenn nicht, dann, wenn es jetzt nur ein, zwei Aufrufe hätte, hätten wir das mit dem World of Warplanes Let's Play auch sein gelassen. Ja, genau. Lol. Da hat sie mich gekillt. Komm, wir nehmen andere Panzer. Ich habe gerade keine Lust mehr auf Dick Max. Wie wär's, wenn ich mal die Su 85 vorstelle und du irgendeine andere übernimmst? Ja, gucken wir mal, was ich noch in meinem Lager. Lager habe. Mir fällt schon wieder dieses blöde französische Wort nicht ein. Repertoire, jetzt habe ich's. Meine Ach Güte. ja, ich wollte noch gerade was zu Su 85 sagen. Mit der Top Gun könnt ihr das Ding vergessen. Bei 1S kommt das nicht durch. Su 85B kommt mit der Gun 1S durch. Die Gun ist genau wie die von der Su 85B immer 150 Schaden. So ist das auch gut. Egal bei welchem Panzer, egal wo drauf, 150 Schaden. Das ist nice. Su 85 ist ein 5er Tier, ne? Das ist natürlich wieder blöd, weil ich habe jetzt nur meinen 7er Premium Tank E25. Das werden hohe Gefechte werden, da kann ich natürlich mich nicht mithalten. Vielleicht kannst du dir ganz schnell was kaufen und dann schneiden wir das raus. Das wäre blöd, weil ich habe nicht so viele Credits. Hast du vielleicht was unter 7er? Vielleicht ein 4er oder so? Nee. Nee, bei mir gehen die erst ab 7 los. Okay, dann müssen wir den Deswegen. 7er nehmen. Okay, wir nehmen den 7er. Manuel nimmt den E. 25, den Premium-Tank der Deutschen, der schön OP ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich in 8er, 9er, 10er Gefechte kommen, aber damit muss ich halt leben. Genau, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nein, nice! Das nenne ich doch mal nice. 3 TOGs, okay, das nenne ich doch nicht nice. Aber mit dem E25, wenn du den Zug mitnimmst, kommst du eigentlich immer in recht gute Gefechte rein. Das haben wir ja letztens schon mal feststellen können. Ja, mit dem IS-3. Ja, und wenn der Kultschwarz noch mitgespielt hat, da sind wir eigentlich auch mal in recht gute Gefechte gekommen. Da hatte ich auch den E25. Obwohl der Coolschweiß eigentlich so ein Pechbringer ist.
Ja, unter anderem, ne? Ja, wir kommen mit ihm immerhin so irgendwie schlechte Gefechte. Jetzt geht das eigentlich immer gut. Aber egal, so Manuela, wo fahren wir lang? Schauen wir mal. Ich würde sagen, also auf jeden Fall nicht unter der Brücke drunter her, das wäre dann ein reiner Selbstmord. Vor allem mit meinem Tank. Mir ist letztens noch eine coole Stelle aufgefallen für alle, die Arty spielen auf dieser Map und sich denken, fuck, wo stelle ich mich als Arty hin? Weil auf dieser Map kannst du mit der Arty verdammt scheiße schießen. Für alle, die eine gute Stelle suchen, ich versuche die gerade mal zu zeigen, obwohl man sieht mich ja gar nicht, ne? Aber. Doch, ich zeig ihn dir. Ich bin hinter dir. Und zwar diese Stelle, wenn ihr die seht, hinter den In der Häusern. Koordinaten 0 H. Genau, hier Hier oben. hinter den zwei Hütten, wo der Berg hochgeht. Da. Genau, bei G0 kann man sich eigentlich gut hinstellen. Das heißt, man kann eigentlich da recht gut, ja, da hinten hinschießen, wo die Brücke beginnt, ne? Aber leider auch nur bedingt, also man kommt nicht überall hin. Und letztens habe ich auch noch eine andere Stelle gesehen. Da muss man aber, also das wird mit der Art nichts, aber das ist gut zum Snipern. Da kann man da hinten rauffahren. Da muss man aber jemanden suchen, der hinten einen quasi in den Arsch fährt und dann langsam hochschiebt. Dann kann man da hochfahren und direkt um die Ecke rum und kann von oben runter snipern. Ich hoffe, vielleicht hat einer für mich so ein Tutorial, wie man denn, weil ich wollte machen, da den Link Facebook und Twitter drüber machen, dass man da draufklickt und auf die Facebook- und Twitter-Seite kommt. Das hatte ich jetzt probiert, aber ich habe da die ganze Zeit draufgeklickt und bin nirgendwo hingekommen und deshalb habe ich es dann doch sein gelassen. Oder mache ich dem Ding Schaden? Ey, ich muss hier weg, Alter. Wir stehen Ich hier ganz auch. alleine. Der hat verschossen, der hat Da geschossen, der hat steht geschossen. irgendwo ein Spacken noch oben auf dem Berg, wo ich nicht sehe. Fuck. Wollte ich mir mal gerade, vielleicht hätte ich den so, der BDR GNSB steht. Da Den wollte ich. er zu viel, da wollte er zu viel. Ja, ich wollte gerade drauf schießen, ich habe bei dem 173 mal reingetan. Und BDR GNSB, gegen den gewinnst du? Ja, Oder? super, aber da oben steht noch einer auf dem Berg, glaube ich. Nein, Das das war der BDR GNSB, der auf dich gesniped hat. Nee, ich glaube, da war trotzdem noch einer. Ich habe jetzt auch mein Gold geladen, weil jetzt ist wirklich, ne? Da Ist steht jetzt er. wirklich ernst. 11 Schaden, okay, damit kannst du noch leben. Ja, und Gold versemmelt man aber nicht so, mein Freund. Na, den hole ich mir jetzt den Spacken. Oh, da steht der KV-1. Steh einfach hier und wenn die vorkommen, dann schie. Dann. Nicht nachgeben, immer stehen bleiben, schön austeilen. So, ich wollte gerade sagen, die sind zu dumm zum Treffen. Jetzt der 1. Nice. So, jetzt ist natürlich die Luft am Brennen, ne? Also ich vertrage nur noch einen Schuss. Wie viel hast du denn jetzt hier ausgeteilt schon? Doch, du hast jetzt. Nice! Da habe ich noch gepackt, ey, wie geil ist das denn? Alter, mir schlägt die Pumpe bis zum Hals, ey. Scheiße, ne? Für die AT merkt ihr auf einmal Scheiße, da ist einer hinter Vor mir. allem aus der Fahrt mit dem Jagdpanzer geschossen, das ist natürlich auch cool. Und tschüss. Das ist jetzt bitter. Ja. Das ist bitter. Und da haben wir gewonnen mit 5 Abschüssen. Das war bitter, dass du ihn nicht getroffen hast. Ja, als ich gerade gedreht habe, ich einen Abpraller gemacht. Das ist ja auch selten bei der AT. Ja, da hat mich The Best of VOT, das ist Philips zweiter Account, angeschrieben. Aber leider zu spät. Naja, dann bedanken wir beide uns fürs Zuschauen. Ja, und bitte hinterlasst Kommentare, wie gesagt, und wir sehen uns dann morgen am nächsten Let's Play. Ja, bei der Folge 17 von World of Tanks. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, ciao.